Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, Herr Laschet, nach Ihrer Unterrichtung habe ich mich gefragt, wann kommt denn jetzt eigentlich die Unterrichtung? Denn das, was Sie geliefert haben, Geschichte, Analyse, das kennen wir alles. Es hätte, um diese Unterrichtung abzukürzen, hätte eigentlich die Zeitungslektüre gereicht. Denn daraus haben wir schon eigentlich alles erfahren. Aber wie denn jetzt der Prozess funktionieren soll, was Sie denn jetzt planen mit dieser Ruhrkonferenz, das haben wir heute hier im Landtag nicht erfahren. Das war keine Unterrichtung, ganz im Gegenteil. Und ich frage mich auch, Herr Laschet, wer ist denn in dieser Landesregierung denn jetzt eigentlich zuständig von Ihren Ministern? Ist es denn jetzt Holter Pförtner? Oder ist es Herr Pinkwart? Mir ist das nicht klar. Natürlich wäre es wahrscheinlich fachlich richtiger, Herrn Pinkwart zu benennen. Aber klären Sie doch mal die Zuständigkeit. Das wäre auch wichtig für das Ruhrgebiet, hier einen Ansprechpartner zu haben. Auch das ist heute hier nicht klar geworden. Sehr geehrte Damen und Herren, das Ruhrgebiet ist mit seinen über 5 Millionen Einwohnern die neuntgrößte Metropolregion Europas. Aber es ist nicht allein die Größe des Ruhrgebiets, was das Ruhrgebiet so anziehend macht. Es sind die Menschen im Ruhrgebiet, es ist ihre Kultur, es sind die Hochschulen, es ist die Gründerkultur, es sind die kulturellen Angebote, die von Industriekultur bis zur Natur reichen und wovon zunehmend auch der Tourismus im Ruhrgebiet profitiert. Also man könnte meinen, im Ruhrgebiet sei alles gut, aber wir wissen, dass dem so nicht ist, sonst würden wir hier heute nicht stehen, sonst würden wir hier heute nicht darüber diskutieren. Und die Fahrt am Montag ist ja schon mehrfach angesprochen, und da hat Herr Junkern-Heinrich noch mal sehr deutlich auf die finanzielle Situation gerade in den Ruhrgebietsstädten hingewiesen. Und dort sind auch einige Zahlen genannt worden, die ich noch mal kurz als Kurzbeispiele nennen will. Die Sozialausgaben für die kreisfreien Städte des Aktionsbündnisses, worunter ja viele Ruhrgebietskommunen liegen, liegen mit knapp 55% über dem Durchschnitt der Westflächenländer. Und die Altschulden, auch das ist noch mal wichtig, darauf einen Blick zu werfen, die Altschulden liegen mit 431% über dem Durchschnitt der Westflächenländer. Und ich glaube, dass man anhand dieser Zahlen doch schon sehr deutlich sieht, wo der Schuh drückt, und dass es deutlich wird, dass es völlig utopisch ist zu glauben, dass sich die Kommunen aus eigener Kraft aus dieser Verschuldung befreien könnten. Und deshalb, Herr Laschet, Sie haben ja angekündigt in der Presse, Sie wollen Visionen entwickeln, Sie wollen Ideen entwickeln für das Ruhrgebiet. Nur ich glaube, das reicht nicht. Wir sind doch im Ruhrgebiet schon längst weiter. Wir wissen doch, was wir im Ruhrgebiet brauchen, was wir an Problemen und an Herausforderungen haben. Und deshalb, Herr Laschet, erwarten wir auch von der Landesregierung, gerade im Bereich der finanziellen Lage der Kommunen, dass Sie hier endlich handeln, dass Sie im Bereich der Altschulden endlich für eine Problemlösung sorgen. Und dann reicht es nicht, wenn eine Frau Scharrenbach sich hier hinstellt und ankündigt, wie sie das ja kurz vor Weihnachten getan hat, dass sie ankündigt, dass sich die Landesregierung mit der Altschuldenproblematik mal auseinandersetzen will. Das reicht nicht. Die Anhörung am Freitag im Kommunalausschuss hat doch noch mal sehr deutlich gemacht, dass rasches Handeln gerade vor dem Hintergrund der niedrigen Zinsen dringend geboten ist. Und wir wissen im Ruhrgebiet, dass gerade nur die Lösung der Altschuldenproblematik langfristig endlich wieder Spielräume im Ruhrgebiet eröffnet, dass wir Investitionen in den Kommunen tätigen können, dass wir Investitionen in Mobilität, in Bildung, in Integration und in Stadtentwicklung endlich brauchen. Und dafür brauchen wir die Lösung der Altschulden. Und Herr Laschet, Sie sind gefragt, sich auch auf Bundesebene nicht nur für die Problematik der Sozialausgaben einzusetzen, diese zu lösen, sondern dass es endlich auch einen Altschuldenfonds gibt. Das wäre doch jetzt der nächste konsequente Schritt nach dem Stärkungspakt, den wir endlich brauchen. Ja, und Herr Holthoff-Pförtner, ich habe in der Zeitung gelesen, Sie wollen keine Geber- und keine Krisenkonferenz, Sie wollen Ideen sammeln, Sie wollen nicht Geld sammeln. Naja, also ehrlich gesagt, das offenbart doch die Ideenlosigkeit der Landesregierung fürs Ruhrgebiet. Sie haben offenbar keine Ideen, die doch aber eigentlich auf dem Tisch liegen. Wir wissen, was wir im Ruhrgebiet brauchen. Und das nächste Großprojekt steht mit der IGA 2027 ja bereits vor der Tür. Und ja, Herr Hovenjürgen, da reicht es nicht, nach 10 Monaten Landesregierung darauf zu verweisen, was vorher gelaufen ist, sondern Sie sind doch jetzt in der Pflicht, Herr Laschet, endlich die Förderzusage fürs Ruhrgebiet zu machen. Und es reicht nicht, wenn Sie immer sagen, Sie prüfen und prüfen und prüfen. Sie müssen die Förderzusage machen, weil bis Mitte dieses Jahres muss die Förderung feststehen, damit die IGA im Ruhrgebiet stattfinden kann.
Und Herr Laschet, das noch zum Abschluss. Wir als Grüne werden uns der Konferenz nicht verschließen. Im Gegenteil, wir sehen die Chancen für die Region. Aber es reicht nicht, wenn Sie bei vagen Ankündigungen bleiben. Es braucht die Beteiligung der Politik und der Menschen im Ruhrgebiet. Und im Übrigen reicht es auch nicht aus, wenn Sie als Erstes zum Initiativkreis gehen, wo nur ein kleiner Teil der Wirtschaft im Ruhrgebiet organisiert ist. Sie hätten als Erstes die Politik informieren müssen. Sie müssen uns mit an den Tisch nehmen, denn wir sind doch die Handelnden im Ruhrgebiet. Und wir brauchen auch keine neue Idee, sondern wir brauchen konkrete Antworten auf konkrete Herausforderungen, die wir im Ruhrgebiet haben. Und wenn das im Endeffekt das Ziel sein soll, aber ich bin mir heute nicht ganz so sicher, ob das wirklich Ihr Ziel ist. Ich hab die Befürchtung, dass Sie gar nicht wissen, wo Sie eigentlich hinwollen. Aber wenn das Ziel sein sollte, dass wir endlich konkrete Antworten finden, dann sind wir als Grüne sehr gerne dabei und begleiten die Ruhrkonferenz gerne, kritisch, aber konstruktiv, weil wir wissen, dass es Chancen bietet für das Ruhrgebiet.